1 Live. Domian. Das 1 Live Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio am Donnerstag. Unser Thema heute Nacht heißt Gegenstände in meinem Körper oder Fremdkörper in meinem Körper. Was kann das sein? Das kann sein, das vergessene OP-Besteck nach einer Operation. Das kann vielleicht eine Kugel sein, wenn ihr Opfer einer Gewalttat geworden seid. Oder ein Messer, mit dem man euch attackiert hat. Oder verschluckte Sachen. Menschen verschlucken alles Mögliche, alles Unmögliche. Es kann ein Herzschrittmacher sein oder diverse andere Dinge aus dem medizinischen Bereich. Es kann natürlich auch aus dem Bereich der Sexualität etwas sein. Gegenstände in meinem Körper, wenn ihr mir darüber erzählen möchtet, dann meldet euch unter unserer Telefonnummer oder mailt mir ganz einfach unter domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist Corinna und Corinna ist 19. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Corinna. Gegenstände in deinem Körper. Ja, also ich hatte eine Wirbelsäulenverdrehung. Oder habe sie eigentlich immer noch? Eine Wirbelsäulenverdrehung? Ja, also das offizielle Wort ist Skoliose. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Schon mal gehört. Ja. Ja. Und ja, und ich wurde eben irgendwann mal operiert und seitdem habe ich zwei Stangen im Rücken. Mhm. Vom dritten Lendenwirbel bis zum neunten Brustwirbel hoch. Wie viele Zentimeter sind das? Keine Ahnung. Ungefähr? Ja, ich denke mal schon so 30. 30 Zentimeter. Schon, das sagt mir immer so wenig, vom rechten Lendenwirbel bis zum so. 30 Zentimeter. 30 Zentimeter. Eine Stange. Ja, also zwei Stangen. Zwei Stangen, damit die Wirbelsäule hält oder gerade ist. Ja, die wird festgehalten, damit die gerade bleibt. Ja, also, wie dick sind diese Stangen? So dick wie ein Kuli? Ich habe hier einen Kuli in der Hand. Nee, so dick nicht. Nee, schon dicker, glaube ich. Noch dicker? Ich glaube schon. Ach, die hat man dir vorher nicht gezeigt, die Dinger? Nee, nicht wirklich. Mhm. Also, ich kenne die auch nur von Röntgenbildern. Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich da hinten im Rücken 30 Zentimeter lange Stangen hätte. Ich stelle mir als Laie jetzt vor, dass ich immer so ganz starr gehen müsste. Ist das so? Nee. Nee? Das ist so, dass ich schon natürlich irgendwie gerader bin, aber ich kann mich ganz normal bücken und... Ach, du kannst dich bücken. Das tut nicht weh beim Bücken. Ich, ich hatte immer Angst, dass die Stangen dann aus der Haut rausdrücken, wenn man sich bückt. Nee, die sind da schon, also da sind auch Schrauben, die natürlich diese Stangen irgendwie halten. Mhm. Aber die sind wirklich ganz starr. Die sind nicht beweglich, diese Stangen. Nee, die sind nicht beweglich. Das sind Metallstangen. Ja. Nochmal kurze Frage zu davor. Ja. Diese Erkrankung, die klingt so harmlos, ist aber, glaube ich, überhaupt nicht harmlos, ne? Nee, es war nicht so wahnsinnig harmlos. Also, weil... mein einer Lungenflügel war dadurch eingeschränkt oder eigentlich abgeklemmt, mehr oder weniger. Ja, aufgrund der Wirbelverdrehung. Ja, aufgrund, weil, also meine Wirbelsäule, normal ist die halt gerade und bei mir war sie halt wie ein Fragezeichen. Ah ja, ah ja. Das heißt, und das hat eben den linken Lungenflügel eingefaltet. Ja. Was Schmerzen verursacht hat, oder? Nee, eigentlich Schmerzen hatte ich gar nicht. Ich habe halt, weiß ich nicht, so 6-7 Jahre lang Krankengymnastik gehabt. Mhm. Und war auch zweimal auf so einer Kur, was natürlich auch nicht so leicht war mit 10 Jahren, so ewig weit weg von zu Hause. Klar. Konntest du denn vorher gerade gehen? Ja, das schon. Das also schon. Ich war schon, also ich laufe jetzt auch so ein bisschen vornüber geneigt. Mhm. Aber also mir ist es eigentlich selber nur aufgefallen anhand von Oberteilen oder so, die dann immer einfach an einer Hüfte immer hochgerutscht sind. Ja, wenn man da jetzt nichts unternommen hätte, wenn man diese Stangen da nicht eingebaut hätte, was wäre passiert? Dann wäre es einfach, ja, also gestorben wäre ich nicht dran. Mhm. Aber ich hätte halt einen wahnsinnigen Buckel irgendwann gekriegt. Ach so. Mhm. Und es hätte eben wegen der Lunge wäre es halt, also weil ich auch rauche und auch damals schon geraucht habe. Ja, was man nicht tun sollte. Prinzipiell sowieso nicht, aber wenn man was mit der Lunge hat, dann erst recht nicht. Ja. Also, das wäre nicht so toll gewesen, wenn da nichts passiert wäre. Wann ist diese Operation durchgeführt worden? Vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren. Ist das eine schwere Operation? Es war so, dass die Chance, dass ich querschnittsgelähmt werde, weil es ja an der Wirbelsäule ist, 80-20.
Also 80%, dass du querschnittsgelähmt würdest? Ja. Wow. Und es ist gut gegangen? Ja. Also ich habe das Gott sei Dank nicht entscheiden müssen, das haben meine Eltern entschieden. Das ist aber wirklich Wahnsinn. Ein so hohes, also dann erahne ich ja schon, wie dringlich das war. Naja, es war nicht in dem Sinne lebensbedrohlich, aber es hätte mich einfach behindert so in meiner Entwicklung und überhaupt. Also es war auch so, ich bin sowieso ein sehr relativ kleiner Mensch. Ja. Also ich bin nur 1,64 Meter groß. Ja. Aber ich bin halt auch die ganzen Jahre, alles was ich gewachsen bin ich im Endeffekt in diese Verdrehung reingewachsen. Aber dennoch, so ein hohes Risiko einzugehen, ist natürlich schon Wahnsinn. Und ja, wirklich verdeutlicht mir schon auch den Druck, den deine Eltern wahrscheinlich dann auch empfunden haben. Ja, das war schon, ja, also weil wir halt auch viel probiert haben. Wir haben Krankengymnastik gehabt, ich habe mal eine Zeit lang ein Korsett gehabt. Ja. Aber ich konnte mich da nicht dran gewöhnen. Also ja, das war wirklich, wenn ich das eine halbe Stunde anhatte, hatte ich irgendwie Blut. Ja. Also habe ich richtig geblutet, hatte mich wundgescheuert. Stelle ich mir auch nicht schön vor, so ein Korsett zu tragen. Nee, das ist grausam. Ja. Also ich habe auch eine Freundin, die hat 5 Jahre lang ein Korsett getragen. Mhm. So, nun heißt unsere Sendung ja Gegenstände in meinem Körper. Und das passt ja nun bei dir wirklich, trifft wirklich zu. Da sind fremde Gegenstände in deinem Körper. Ja. Erste Frage dazu. Werden die immer in deinem Körper bleiben oder müssen die irgendwann rausoperiert werden? Nein, die bleiben drin für immer. Die bleiben drin für immer. Wie lebt es sich, zweite Frage, wie lebt es sich mit diesen fremden Gegenständen im Körper? Naja, am Anfang war es schon schwierig. Also ich habe zum Beispiel immer, wenn es gewittert hat, dann habe ich immer Angst gehabt, weil man ja weiß, dass Metall und Gewitter passt nicht. Dass der Blitz das anzieht, oder? Ja. Da habe ich immer Angst vor gehabt, obwohl die Ärzte gesagt haben, dass es irgendwie so Metall ist, was darauf nicht reagiert. Mhm. Oder dass der Blitz auf das Metall nicht reagiert. Ja. Aber man hat schon, also das ist immer noch, ich habe wahnsinnig Angst vor Gewittern. Ja. Und damit kann man leben, ne? Da kann man ja irgendwie dann sich verkriechen. Ja, da kommt man schon mit klar. Ja. Fühlst, wenn du hinten so fühlst, fühlt man die? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ja. Also ich merke da gar nichts von. Das war, am Anfang war es natürlich so, dass man echt nach jedem kleinen Sturz oder sowas sofort zum Arzt gerannt ist. Ja. Und hat es kontrollieren lassen, weil es, also theoretisch kann es nicht passieren, praktisch doch, dass mal irgendwie eine Schraube bricht oder eine Stange. Aber du musst wahrscheinlich auch da kontinuierlich kontrolliert werden, ne? Nö. Nee. Ich hab die ersten 2 Jahre nach der Operation, da wurde ich noch regelmäßig kontrolliert und da war es halt auch so, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie Rückenschmerzen hatte, bin ich gleich ins Krankenhaus gerannt und habe gedacht, irgendwas wäre los. Mhm. Und dann war es halt, also es ist halt, dass jetzt die unteren 2 Lendenwirbel, wo die Stange nicht ist, die müssen jetzt halt einfach ein bisschen viel tragen. Ja. Hast du denn jetzt heute noch Schmerzen oder bist du ganz schmerzfrei? Ich habe ab und zu Schmerzen, aber das ist dann meistens eher psychisch bedingt. Ja. Also. Und hast auch einen relativ geraden Gang, also nicht so bucklig, wie du gerade... Nee, bucklig nicht, nur so ein bisschen von übergebeugt. Ja. Also rundherum eine gute Sache. Höre ich da raus und du bereust das keineswegs, dass das damals gemacht worden ist? Naja, nach der Operation habe ich es erstmal schon sehr bereut und habe gesagt, ich hätte es nicht machen sollen und ja, so. Wie lange hat die Operation gedauert? Die Operation ging, glaube ich, so 6 Stunden. Ja, und wie lange hast du gebraucht, um dann einigermaßen wieder dich zu berappeln? Also das ging schon lange. 12 Tage konnte ich gar nicht aufstehen und dann konnte ich irgendwie im Rollstuhl. Mhm. Und dann bin ich entlassen worden und lag aber im Endeffekt auch nur bei meiner Mutter auf dem Sofa. Ja, ja. Und bis ich dann richtig laufen konnte, vergingen schon so 5-6 Wochen. Naja, und ist ja auch klar, ne? Nach so einem schwierigen Eingriff. Ja, natürlich, aber es war halt, also, ja, man war halt wirklich gefesselt ans Bett. Mhm. Aber da war die Erleichterung wahrscheinlich auch schon groß, als du gemerkt hast, dass du nicht querschnittsgelähmt sein würdest. Ja, das definitiv. Also davor hatte ich auch eine wahnsinnig panische Angst, natürlich. Ja, ja. Ist das mittlerweile so, jetzt nach den 4 Jahren, dass du das Gefühl hast, dass du gar nicht mehr daran denkst? Dass das so in dein Fleisch und Blut übergegangen ist, quasi, dieser Fremdgegangen? Ich merke das nicht mehr. Es ist so, es gehört zu dir und du denkst auch gar nicht viel drüber nach. Ja, also es ist natürlich manchmal schon, wenn man irgendwie dann Rückenschmerzen hat, dann denkt man natürlich schon einen Moment lang, vielleicht ist irgendwas damit. Ja. Aber man weiß eigentlich, dass halt nichts ist. Ja, und zur Not kann man ja zum Arzt gehen und der guckt dann mal, röntgt die ganze Sache mal. Oder? Ja, aber ich mache das eigentlich nicht mehr, weil ich bin echt teilweise früher mit meinem Vater dann nachts um 4 ins Krankenhaus, weil ich gesagt habe, es ist irgendwas passiert und dann haben die mir bloß gesagt, dass das irgendeine psychische Blockade ist und so. Und darum nehme ich das jetzt auch gar nicht mehr so wahnsinnig ernst. Ja, also aber im Alltag merke ich es nicht mehr. Ja.
beim Gewitter gehst du in den Keller, ist die beste Therapie dagegen, wenn du Angst hast. Rosten können die Dinger auch nicht. Wahrscheinlich ist das so ein tolles Material, was deinen Körper noch überleben wird, ne? Unter Umständen, dass das so ein stabiles Material ist. Definitiv. Also wie heißt das Material, weißt du das? Keine Ahnung. Titan vielleicht oder so? Titan? Ich weiß, ich habe auch keine Ahnung. Kann sein, dass es Titan ist, aber ich weiß es nicht. Mhm. Also ich war damals 14 oder 15 und habe mich da ehrlich gesagt irgendwie, ich habe mich auch gerade selber erschrocken, dass ich eigentlich so wahnsinnig wenig drüber weiß. Ist ja eigentlich auch ganz gut. Ist ja auch ganz gut, wenn man so ein, manchmal kann man dann auch viel, viel entspannter leben, als wenn man jedes Detail weiß und wo das Schräubchen da angebracht ist und es ist, ja, Hauptsache es funktioniert und du fühlst dich gut, das ist wichtig. Ja, ich glaube schon, dass das irgendwie einen Grund hat, also dass ich mich da auch nie wirklich drum gekümmert habe. Ja, ja. Weil ich es einfach, glaube ich, gar nicht so genau wissen will, weil, also, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt und ich merke es wirklich eigentlich gar nicht dann mehr. Dann wollen wir auch gar nicht weiter die Sache vertiefen. Ich freue mich, dass es dir gut geht und dass die OP damals gut gelaufen ist. Ja. Und auf dass das, auf dass du 100 Jahre alt wirst, so. Ne, Corinna? Naja, so alt dann doch bitte nicht. Wer weiß. Liebe Corinna, danke für deinen Anruf. Ja, darf ich noch ganz kurz was sagen? Ja. Ich finde deine Sendung ganz toll und ich gucke dich jede Nacht. Das ist aber sehr lieb von dir. Das freut mich, dass du mir das sagst. Danke für das Kompliment. Und kann ich noch ein Autogramm haben? Ja, du legst auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Dankeschön. Okay, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heißt Gegenstände in meinem Körper oder Fremdkörper in meinem Körper. Habt ihr vielleicht zurzeit einen Fremdkörper in eurem Körper oder hattet ihr mal einen Gegenstand, etwas Fremdes in eurem Körper, was vielleicht medizinische Ursachen hatte oder vielleicht war es auch was sehr Schlimmes, dass ihr von einer Kugel getroffen seid. Vielleicht war es aber auch etwas sehr Schönes, wenn es irgendwas aus dem Bereich der Erotik ist. Also Gegenstände in meinem Körper. 0800 220 5050 oder meldet uns unter domian@wdr.de. Christa ist hier. Die Christa ist 59. Guten Morgen, Christa. Morgen, Domian. Hallo, Christa. Ja, oder darf ich Jürgen sagen? Ist ja egal, ne? Ist völlig egal, wie du es gerne möchtest. Ja, weil man ja immer Domian sagt. Ja. Christa, welche Gegenstände geht's denn bei dir im Körper? Zwei Glasaugen. Zwei Glasaugen? Ja. Das heißt, du bist blind, oder wie? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Was für eine blöde Frage. Ich meine, ich sag zwar immer, wenn ich die Augen morgens draußen gebadet habe, dann kann ich besser gucken, aber das ist auch nur so ein kleiner Scherz, ne? Wie? Was gibt dir da zu grinsen? Nee, du siehst mich ja gar nicht, dass ich grinse, aber du hörst das, ne? Ja, natürlich. Klar. Wie lange hast du diese Glasaugen schon? Ich bin 74 blind geworden. Der eine ist, glaube ich, nach 10 Jahren rausgekommen und der andere geht so ungefähr 3 oder 4 Jahre. Mhm. Und warum bist du erblindet damals? Netzhautablösung. Oh. Das ist eine sehr schwere Erkrankung. An normalen, gesunden Augen konnte man das anschweißen, aber da ich keine gesunden Augen habe, schon immer nicht hatte, ging das nicht. Ging das dann relativ schnell, die Erblindung? Ja, so ungefähr ein halbes Jahr. Ja. Weil ich bei Rot über der Ampel gelaufen bin und ich habe das gar nicht gemerkt. Ah. Das Ganze liegt jetzt gut 30 Jahre zurück. 30 Jahre, über 30 Jahre. Ja, 74, ja. Mhm. Da warst du noch eine recht junge Frau. Dankeschön. Ja. Wie bist du damals damit umgegangen? Bitte? Wie bist du damals damit umgegangen? Auch eigentlich ganz gut. Ja? Hattest du damals schon Familie oder warst du noch Single? Nein, ich hatte Familie, aber nur Eltern und eine Schwester. Verheiratet war ich nicht und einen Freund hatte ich auch nicht. Ja. Aber da kann man auch so mitleben. Ich habe zwar Freunde und so, Bekannte. Achso, du hast dann später auch nicht geheiratet? Nein. Nee, bist du alleinstehend, also... Und akzeptieren tun die Freunde mich auch, ob ich blind bin oder nicht. Ja. Weil sie öfter sagen, ach Christa, guck mal. Ja. Dann sage ich, ja, habe ich gesehen. Ne? Und hinterher sagen sie, ja, ach du bist so doof, das kannst du doch gar nicht sehen. Dann sage ich, wenn ihr so blöd fragt, dann kann ich doch nichts hören. Jetzt muss ich mal fragen, warum Glasaugen? Das wäre doch eigentlich gar nicht nötig. Doch, aber wenn die Augen raus sind, dann ist ja doch eine Höhle. Mhm. Und dann fällt das Auge so ganz flach. Ja. Und so merkt man das nicht. Ach so, das hat dann aber eher so kosmetische Gründe für die anderen. Für dich ist es eigentlich wurscht, ob die... Nee, aber ohne Augen fühle ich mich so leer. Ach so, ah ja. Mhm. Also das heißt, wenn du die... Zur Nacht nimmst du die raus? Nein, nee, die bleiben immer drin. Die werden nur morgens rausgenommen zum Baden. Ja. Und dann setze ich die wieder neu ein. Ja.
Was ist dahinter? Wie fühlt sich das an, hinter den... Das ist genauso, das ist genau vorne nur, wo die Pupille drauf ist. Ja. Und das andere ist alles noch dahinter, das ist so eine kleine halbe Schale. Ach so. Nicht so eine ganze große Kugel wie früher. Ja, hatte ich jetzt so gerade... eine kleine Schale. Ich hatte jetzt gerade eine Kugel gedacht, zwei richtige Kugeln. Nein, das ist so wie eine kleine Schale. Mhm. Sehen diese, das werden deine Freunde dir gesagt haben, sehen diese künstlichen Augen so aus wie deine richtigen Augen früher ausgesehen? Ja, natürlich. Mhm. Die haben ja auch gefragt, was ich für eine Augenfarbe habe. Ja. Und da sage ich blau. Und jetzt hat er die auch beide so gemacht. Ja. Und jedes Jahr oder jedes halbe Jahr, gerade wie die Augen sich verändern, kriege ich dann ein neues Glasauge. Ach so, die müssen dann auch verändert werden. Ja, weil das ja auch abnutzt mit der Zeit, ne? Gibt es denn auch so einen Lidschlag, wenn man ein Glasauge hat? Machst du auch so die Augen auf und zu? Schon. Aber nötig wäre das nicht, ne? Nein, aber bei mir fällt das auch so kaum auf, wenn die richtig drin sitzen, dann meint man immer, ich hätte normale Augen. Gibt es denn in den Augen auch noch eine Tränenflüssigkeit? Ja. Die gibt es? Ja. Ja. Wenn ich manchmal so irgendwie was Trauriges gucke oder höre, dann fängt das auch an zu tränen. Und den einen Tag, da hatte ich auch irgendwie so einen moralischen, da habe ich ein Lied gehört und da flossen die Tränen. Ah ja. Und da habe ich dann ganz aus Jux und Abrei gesagt, ja, dann brauche ich die Augen ja nicht mehr zu baden. Ja. Hast aber deinen Humor nicht verloren, ne? Na, warum sollte ich? In der ganzen Sache. Dennoch wundere ich mich, dass du sagst, du hättest dich damals sehr leicht damit arrangiert. Gab es nicht dann doch eine Phase, wo du so mit deinem Schicksal gehadert hast? Nein. Gar nicht. Weil ich das ja genau wusste, wie der Augenarzt mir das gesagt hat und wie ich da im Klinikum war, dass man da nichts dran machen könnte. Mhm. Und da habe ich gedacht, Christian, jetzt musst du dich damit abfinden und wenn du durchdrehst, hat das ja für gar keinen Zweck. Stimmt, ja. Was hast du damals beruflich gemacht? Ich war früher Haus- und Küchengehilfin in der Tagesstätte für Körper- und Geistesbehinderte. Ach so. Und nachdem du dann erblindet worden warst, hast du dann beruflich irgendwie umgeschult oder was hast du gemacht? Nein, das konnte ich nicht. Ich hätte nur in der Industrie gekonnt, weil ich die Ausbildung an der Schule nicht so hatte. Mhm. Und da hat man Abstand von genommen, weil ich nicht 8 Stunden stehen konnte. Ich bin ja auch jetzt noch körperbehindert. Ich sitze nämlich im Rolli. Ach so. Ich bin auch Spastiker. Das ist dazugekommen dann später noch? Ja, durch einen Unfall. Ach du lieber Gott. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ja, sagst du. Ob man da so sitzt oder anders. Im Rolli ist halt manchmal auch bequem. Aber kann man alles von der besten Seite aus sehen. Was war denn das für ein Unfall, der dann auch noch über dich kam? Ja, ich bin auf der Straße hingefallen und da... Einen anderen Tag, wie ich aufstehen wollte, klappte gar nichts mehr. Ich konnte keinen Arm, kein Bein, nichts mehr bewegen. Ich konnte nichts halten. Und da hat man erst gesagt, wir haben Säulenentzündung, aber dann war da irgendwas eingeklemmt und seitdem ist das so. Mhm. Das heißt, du kannst aber auch so zur Not in der Wohnung ohne Rollstuhl dich bewegen? Nein, aber da brauche ich ja jemanden, der mich anfasst, ne? Ja. Wie ich immer sage, so mit einem Kartoffel-Mercedes, Fibero-Lator kann man ja mitlaufen. Ja. Aber da muss einer nebenher laufen, damit ich weiß, wo ich her muss. Mhm. Du bist dann also doch schon immer auf andere Hilfe angewiesen. Ja. Ja, und da kommt ich auch... Ich bin ja auch jetzt im betreuten Wohnen. Ach so. Und die Leute sind auch alle sehr nett. Ja. Ja, du bist aber eine tapfere Frau, Christa, finde ich. Finde ich toll. Und ist mir ich habe auch vorhin schon gefragt, ne, ich wollte auch ein Autogramm. Jetzt sag aber bitte nicht, was willst du mit einem Autogramm? Ich sag's dann doch mal, was willst du mit einem Autogramm? Ja, dann kann ich ja doch mal zeigen, die dich nicht kennen oder verstehe, so. Verstehe. Ist natürlich Ehrensache, kriegst du. Wenn wir jetzt gleich mit dem Gespräch fertig sind, dann legst du auf und meine Kollegen rufen dich nochmal an. Nein, ich habe ja schon die Adresse. Ach so, dann ist ja alles schon im grünen Bereich. Dann ist alles im grünen Bereich. Liebe Christa, das hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben hier übers Telefon. Und, aber ich habe schon öfter mal angerufen, da bin ich auch nicht durchgekommen. Aber umso besser, dass es jetzt geklappt hat. Mhm. Du kommst gut klar mit deinen künstlichen Augen, ja. Gar kein Thema. Mhm. Und bist auch sonst eine frohe Natur. Das finde ich sehr, sehr toll und sehr bemerkenswert, bewundernswert. Alles Liebe wünsche ich dir und alles Gute und das Autogramm bekommst du natürlich.
toi toi für deine Sendung, ne? Danke, vielen Dank. Tschüssi. Vielen Dank, Christa. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, über unser Thema Fremdkörper oder Gegenstände in meinem Körper, was es auch immer sein mag oder vielleicht gewesen ist mal in eurem Leben, dann meldet euch bei mir. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Verbunden bin ich jetzt mit dem Philipp. Philipp ist 21. Hallo Philipp. Hallo Domian. Ja, Philipp. Schön, dass du auch da bist. Ja, ich bin etwas aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Ja, macht nichts. Wir kriegen es schon hin. Philipp, das Thema heißt Gegenstände in meinem Körper. Ja, genau. Und du hast dich gemeldet, also folglich, ja, ist da irgendwas bei dir oder war bei dir was? Ja, also eher gesagt, da war was. Also Erzähl mal. Es fällt mir nicht leicht, also darüber zu reden, aber ja, ich habe Gefallen daran gefunden, mir Sachen in die Harnröhre zu stecken. Ah. Also das ist auch so komisch, dass das jetzt klingen mag, vielleicht für dich, aber das ist wirklich... Nee, dieses Phänomen ist mir schon bekannt. Ich habe davon schon gehört. Ehrlich? Ja, ich habe davon gehört. Ich hatte ja sogar hier auch mal einen Anrufer, der hat sich ich mag es gar nicht aussprechen, einen Rosenstiel in die Harnröhre gesteckt. Mhm. So, aber jetzt zu dir. Hat das funktioniert? Also, ja. Naja, das war dann kompliziert und es endete im Krankenhaus. Aber erzähl mal von dir, was steckst du dir denn da gerne rein? Ja, also... Das ist unterschiedlich halt, je nach Stimmung halt, ändert es die Größe. Also es hat angefangen, dass ich mir halt diese Wattestäbchen fürs Ohr, diese Q-Tips, ja. Das war halt der Anfang, das war alles noch sehr angenehm. Und die, die sind ja auch noch klein, ne? Ja, da habe ich halt wirklich, das hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, dann, wenn man halt allein ist, also ich habe eine Freundin, die ist aber... und in Stuttgart, das heißt, ich sehe die nicht so oft. Mhm. Und da wird man auch experimentierfreudiger, sage ich mal. Ja. Und dann, also... Raus damit, was war die nächste Steigerung? Ja, die nächste Steigerung war zum Beispiel ein Löffelstiel, einfach mal. Ein Löffelstiel? Aber der ist doch, ehrlich sagen. Aber der ist doch nicht mehr rund, der ist doch eckig, der ist doch flach, der ist doch so platt. Ja, das sind... Also ich habe flache Löffelstiele, wenn ich das so sagen darf. Also die sind schon, also... von der Passform her angenehmer. Ja. Also, und dann halt, ja, ging es halt weiter, dann halt mal eine Kulimine versucht und dann halt auch, die Kulihülle an sich selbst auch. Also ich habe das immer vorher abgekocht schön, damit, weil es hat ja alles angefangen, dass ich ja eine Infektion hatte. Ach, eine Harnröhre, eine Harnleiterinfektion nennt sich das, glaube ich. Damit hat es angefangen oder hast du durch deine Spielereien eine Infektion bekommen? Nee, damit hat es ja angefangen. Also ich hatte Geschlechtsverkehr ja. mit meiner Freundin und hatte darauf sehr brennen beim Wasserlassen. Mhm. Und dann war ich halt beim Arzt und dann musste halt ein Abstrich gemacht werden. Ja. Weil die gucken wollten, ob ich da eine Geschlechtskrankheit oder was ja. auch immer da, ja. weiß ich nicht, ist. Und das hat halt, da war halt der Schmerz von der Entzündung erstmal, klar. Ja. Aber es war auch irgendwie, ja... Ein interessantes Gefühl mal. Ich habe das Gott sei Dank noch nicht über mich ergehen lassen müssen. Dieser Abstrich wird dann gemacht, indem irgendetwas in die Harnröhre eingeführt wird, ein bisschen. Richtig, es ist ja quasi so ein großes Ohrstäbchen quasi. Also, größer, und dann wird halt. Ach so, ich verstehe. Und das versucht, hat, das hat dir eine gewisse Lust bereitet. Ja, in der Sekunde klar war erstmal Schmerz, aber das hat auf jeden Fall die Neugier geweckt. Ja. Neugier. Mhm. Und als ich dann zu Hause war, ich habe halt Antibiotika bekommen, damit das halt wegging. Mhm. Und das lief auch soweit ganz, normal lief das ab, also das ist abgeklungen. Und da hast du gedacht, kann ich ja zu Hause auch mal machen. Ja, genau. So, jetzt waren wir gerade angekommen bei dem Kugelschreiber. Ja. Der mir ja schon Angst und Schrecken verursacht in der Vorstellung, wenn ich mir das so vorstelle. Gibt es noch etwas Größeres, was du dir eingeführt hast? Nee, es gibt ja, also Kugelschreiber war jetzt schon das Maximum. Also es gibt ja da, das Schöne ist eigentlich daran, dass es ja die Form ist, dass es ja spitzer zuläuft und dann halt dicker wird. Und dann halt kann man halt da halt variieren sehr stark. Mhm. So, und jetzt muss ich fragen, das bereitet dir Lust? Ja, das ist offensichtlich ein Problem geworden eigentlich fast. Weil am Anfang war es halt mal so eine Abwechslung halt. Wenn man halt alleine ist mal, wenn die Freundin nicht da ist. Aber jetzt mittlerweile halt, ich
würde nicht sagen, ich kann nicht mehr ohne, aber es macht halt weniger Spaß ohne. Also, worauf ich hinaus wollte, es bereitet dir ein Lustgefühl, bereitet es dir gleichzeitig auch ein Schmerzgefühl oder sind die Schmerzen ganz weg mittlerweile? Nee, die Schmerzen sind weg, also in der Sekunde auf jeden Fall ganz weg. Mhm. Also das ist für mich, ja, mich wie auf Wolke 7, also quasi. Ja. Nun kann man sich dabei ja doch, vermute ich mal, doch verschiedene Verletzungen zufügen oder man kann das auch bakteriell verunreinigen. Du hast gerade gesagt, du kochst es ab, oder? Ja, ich leg's immer, also die Kulis, die lege ich immer in heißes Wasser vorher. Mhm. Dass ich das da halt, weil so eine Infektion möchte ich auch nicht mehr bekommen. Mhm. Aber halt Verletzungsgefahr ist halt auch. Die ist auch, die ist da, ne? Ja, ich weiß nicht, wie man sagt, darf man sagen, dass wenn er steif wird, also. Ja, das wollte ich jetzt, halt, genau, wollte ich so fragen. Du führst es im irrigierten Zustand ein, ne? Nee, vorher. Also, Ach so. Wenn es noch dehnbar ist und dann halt, wenn ich dann halt komme, dann je nachdem halt. Also bei den Kulis geht's, also wenn halt zum Beispiel das Wattestäbchen, das war immer sehr, eigentlich am Anfang sehr schmerzhaft. Weil Moment, das muss ich richtig verstehen. Also du führst es ein im nicht irrigierten Zustand. Ja, und halt, ja, dabei kommt es halt. Und dabei kommt zur Erektion und dabei masturbierst du auch. Ja. Das heißt also, du hast ein Wattestäbchen, einen Kugelschreiber oder was weiß ich, im Penis und onanierst dabei und kommst auch zum Orgasmus. Ja, also bei den Kulis ist es halt noch schwieriger, also weil die halt teilweise wirklich, also größer sind. Hm. Aber bei den Wattestäbchen war es okay, aber das ist halt das Schwierige, ist es dann halt... Ja. Fliegt das Wattestäbchen dann nicht im hohen Bogen raus? Das ist das Problem halt, je nachdem halt, also am Anfang, ich hätte ja keine Ahnung, ich habe ja selbst experimentiert und je tiefer dann... man das reinmacht, dann ist natürlich auch es tut halt weh, einfach, wenn es keinen Weg nach draußen findet. Also, wir reden hier so ausführlich darüber. Wir wollen mal ganz, ganz klarstellen, dass wir dafür keine Werbung machen, ne? Weil ich glaube, dass das schon eine extreme Form der Sexualität ist oder der Eigensexualität ist und die Gefahr, sich dabei zu verletzen, doch sehr groß ist. Wahrscheinlich, wenn uns der eine oder andere Urologe zuhört, der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, obwohl der das Phänomen wahrscheinlich auch schon kennt. Die Gefahr ist einfach da. Das ist schon eine große Besonderheit, die du da praktizierst. Was sagt denn deine Freundin dazu? Ja, da kommen wir auch schon zum quasi Kasus Knacktus der ganzen Sache. Also sie weiß davon noch nichts und es ist halt jetzt im Moment an einem Punkt angelangt, wo ich halt ihr das gerne sagen würde, weil ich mir auch schon vorgestellt habe, das halt mit ihr zu praktizieren. Mhm. Also Geschlechtsverkehr zu haben, während ich halt... Kann natürlich sein, Geschlechtsverkehr zu haben, während du etwas eingeführt hast? Ja, das wäre eigentlich so, das ist halt so das, was ich im Moment mir wünsche aus der Sache. Mhm. Kann natürlich die Reaktion kommen, das ist mir zu abartig. Das ist genau das Problem, an dem ich gerade stehe, der Scheidepunkt quasi, wo ich mich halt in... Und ich bin jetzt auch ein bisschen im Zwiespalt, was für eine Position ich jetzt einnehmen soll. Weil ich eigentlich dich auch sehr, sehr warnen muss, dass du dir da sehr schlimme Dinge holen kannst. Bis jetzt ging es eigentlich ganz gut. Sicher, es ist bis jetzt gut gegangen. Aber es kann dann aber auch irgendwann bei irgendeiner extremeren Sache nicht mehr gut gehen und dann hängst du im Krankenhaus und hast irgendwie irgendwas verletzt. Ich weiß nicht, was man sich ja als verletzen kann. Ich habe keine Ahnung, aber mit Sicherheit ist es riskant. Ja, das glaube ich. Ich meine, du bist mit deiner Freundin zusammen, dann solltest du ihr auch dieses Geheimnis zumindest erzählen. Wie sie damit umgeht, ist dann eine andere Frage. Sie kann ja sagen, nee, mache ich nicht mit, und dann ist die Sache erledigt. Ja, aber ich will sie ja auch nicht verlieren. Naja, sie wird ja deshalb nicht gleich laufen gehen, wenn du sagst, ich habe da so eine Sache für mich entdeckt. Du bist ja nur gar kein Perverser deshalb oder so. Ist ein bisschen schräg oder ein bisschen sehr schräg, aber es ist ja nicht pervers. Ja, wenn du das sagst, dann... Ja, dann es ist natürlich schon krass. Also ich will es nicht runterspielen, weiß Gott nicht. Aber es ist ja jetzt nicht irgendwie was gar nicht, wo man vor Entsetzen jetzt, wie kann man nur, und so ist es ja nun auch nicht. Also ich mache mir nur Sorgen um deine Gesundheit. Ich habe da keine moralischen Bedenken oder so, sondern einfach... Also bis jetzt ging es, ich hab's halt mal gebrannt, das ging aber schnell weg eigentlich. Mhm. Das heißt, ich mach's ja auch nicht jeden Tag, so halt, wenn mir halt danach ist, so zweimal die Woche vielleicht. Ja, ja. So. Ich hätte da gerne mal eine Meinung von einem Urologen zu.
Fände ich sehr interessant. Also ihr Lieben, wenn jetzt ein Urologe zuschauen sollte, versucht doch mal durchzukommen. Ich würde gerne jetzt mal eine fachkundige Meinung dazu hören, was aus der Sicht eines Mediziners dazu zu sagen ist. Das wäre doch interessant, Philipp. Ja, also ich... Du schämst dich ja wahrscheinlich, zum Urologen zu gehen und zu sagen, passen Sie mal auf, was ich ja immer mache. Ja, also... Aber hier könnten wir es ja mal... Also ich habe jetzt auch nicht die Notwendigkeit gesehen eigentlich. So, ja. Ich dachte, es wäre eigentlich noch alles im Rahmen des Möglichen, des Normalen eigentlich. Also nochmal, ich würde gerne noch im Laufe der Sendung hier jetzt mit einem Urologen sprechen über den Fall von Philipp, sprich einführen in die Harnröhre, Dinge einführen in die Harnröhre, wo es gefährlich wird oder was noch im Rahmen des vielleicht Möglichen ist oder gibt es überhaupt kein Möglich und so weiter. Würde ich gerne machen. So, Philipp, nochmal zu deiner Freundin, auf deine Freundin zurückzukommen. Wie lange seid ihr zusammen? Gut, anderthalb Jahre jetzt. Anderthalb Jahre. Mhm. Ja, ich finde ja immer, dass man so im Bereich der Sexualität schon offen sein sollte. Und wenn sie das mit dir nicht teilt, okay, dann ist es halt gut so. Aber es beschäftigt dich ja schon sehr, ne? Ja, also deswegen rufe ich auch an. Also ist mir schon peinlich, aber ich brauchte jetzt mal einen Rat eigentlich quasi. Ob du es ihr sagst oder ob du es ihr nicht sagst? Ja, wie ich da weiter verfahre. Also ob ich... Ich meine, es kann ja auch sein, vielleicht liegt es ja wirklich an mir, dass ich das dann halt vielleicht vorher versuche, nicht mehr zu machen oder dass ich ihr... Ja, sie nicht, gar nicht vor die Wahl stelle. Ja, na, vor die Wahl solltest du sie sowieso nicht stellen. Wenn, dann wäre das so höchstens erstmal quasi eine Beichte, was du so machst. Und wenn, dann eine Frage, ob das irgendwie einzubeziehen ist in eure Sexualität. Und dann musst du dich natürlich danach richten, was sie sagt. Das ist ja völlig klar. Ja. So, lassen wir das erstmal so stehen. Okay. Und wir warten mal ab, ob wir mit einem Arzt noch in der Sendung sprechen können. Okay, Dumme. Generell? Kann ich vielleicht noch jemanden grüßen? Nee, heute gibt's keine Grüße. Gar nicht? Gar nicht, ganz radikal. Also... Nochmal möchte ich nochmal meine Sorgen zum Ausdruck bringen um deine Gesundheit. Gut. Du bleibst du verfolgst die Sendung in der Hoffnung, dass noch jemand aus dem medizinischen Bereich anruft, okay? Ja, gut. Aber der Tobi, der ist echt immer für mich da gewesen auch. Ach, der Tobi. Der Tobi war immer für dich da. Der Tobi war immer für mich da, ja. Also ja, der Tobi. Das ist auch der Einzige, der davon weiß noch. Ah ja, ich verstehe schon, Philipp. Dann sind wir quitt, ne? Alles klar. Mach's gut, Philipp. Okay. Tschüss. So, hier ist Luis. Luis. Oder Louis. Louis. Luis, ein Mann. Ja. Hallo Luis. Wie alt bist du? 31? 31. Grüße dich. Über welchen Gegenstand reden wir bei dir? Gegenstand in deinem Körper. Ja, ich hatte, wie gesagt, direkt nach meiner Geburt, weil ich eine Zangengeburt gewesen bin, eine sehr schwere Hirnhautentzündung. Und daraufhin wurde mir direkt halt nach der Geburt unter die Schädeldecke ein Ventil eingesetzt und eine Drainage in meinem Körper, sodass ich die ersten 4 Monate, ich bin am 16.06.74 geboren, bis zum 16.10.74 musste ich halt durchgängig im Krankenhaus bleiben wegen dieser Operation. Und dann musste das halt immer wieder in Abständen kontrolliert werden. Bis April 1976 musste ich halt immer wieder in Abständen operiert werden. Ja. Und wie ist das heute? Dann ist das, ja, Moment, dann ist erstmal 10 Jahre lang, ist dann nichts gewesen. Und bis dato ging diese Drainage halt in die rechte Herzkammer. Und im Oktober 86, da bin ich halt sehr stark gewachsen. Und dadurch ist es halt so gekommen, dass dann die Hirnflüssigkeit nicht mehr ablaufen konnte. Ich unterbreche. Und diese Drainage musste halt damals eben von der rechten Herzkammer in den Bauchraum verlegt werden. So, also jetzt ist der Punkt, wo wir das mal genau erklären müssen. Ausgewechselt werden. Ja, ich erkläre das mal so, wie ich es verstehe. Ich hoffe, das ist richtig so. Dass eine Drainage heißt ein kleines Röhrchen, ein kleiner Schlauch. Ja. Und der kleine Schlauch liegt in deinem Gehirn und der geht ist im Körper drin. Die Drainage ist unter der Schädeldecke. Unter der Schädeldecke. Und in dieser Drainage verläuft der Schlauch und der ist eben rechts
am Hals, hinter dem Ohr verläuft der. Aber unter der Haut? Richtig. Unter der Haut, der verläuft quasi in deinem Körper. Ja. Und floss damals in das Herz. Der ging früher in die rechte Herzkammer, das ist richtig. Warum hat man das in die Herzkammer gelegt? Dann tropfte doch die Gehirnflüssigkeit in die Herzkammer, oder? Das ist richtig, also das ist eine gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt selber auch nicht so richtig genau. Mhm. Also auf jeden Fall ist es halt im Oktober 86 so gewesen, dass ich immer sehr starke Kopfschmerzen gehabt habe und die Hirnflüssigkeit konnte nicht mehr abfließen. Mhm. Und deswegen war mein Kopf damals wie ein Ballon vor dem großen Knall. Mhm. Und ich habe sehr viele Kopfschmerztabletten genommen und das wurde aber nicht besser. Und dann kam es da bin ich halt in die Mainzer Uniklinik damals gekommen und da bin ich geröntgt worden. Und da hat man festgestellt, dass das Ventil verstopft ist. Und dann kam es zu der neuen Operation, der du gerade gesprochen hast. Und das war vom 2. bis 10. Oktober 86, musste ich da im Krankenhaus sein. Und dann wurde die Drainage in den Magenraum gelegt. Richtig. Und da liegt sie heute noch? Ja. Ja. Das heißt, wenn du im Hals fühlst, fühlst du dieses Schläuchlein? Ja, wenn ich rechts bei meinem Hals fühle, wenn ich da meine Hand dran lege, da fühlt man das, ja. Wie groß mag der Schlauch sein? Wo die lang läuft. Ist das ein ganz dünner Schlauch, wie so ein Kabel quasi? Also der ist ungefähr, ja, ich würde mal sagen, der hat so einen Durchmesser von 1 Zentimeter. Ah ja, mhm. Mhm. Nach dieser erneuten Operation, von der du gerade gesprochen hast, kannst du denn jetzt damit gut leben? Ja, ich meine, ich merke diese Drainage ja nicht. Die ist ja in mir drin und ich fühle die ja so eigentlich nicht. Ich weiß einfach, dass die in mir drin ist und ich weiß, dass das Ventil unter meiner Schädeldecke ist. Mhm. Wobei das Ventil ist ja immer noch dasselbe wie bei der Geburt. Das ist ja nicht ausgewechselt worden. Das heißt, da ist nichts, nie was verstopft und das fließt so wie vor. Das war ja 86 war das ja verstopft. Ja, am Herz, aber oben im Kopf ist es nicht verstopft. Nee, oben im Kopf war das verstopft. Ach, im Kopf war es verstopft, ach so. Die konnte nicht mehr abfließen, diese Drainage. Und deswegen haben die damals 86 von der rechten Herzkammer in den Bauchraum gelegt. Ich gut verstanden, ja. Kann das jetzt sein, wenn du Glück hast, du bist 31 Jahre alt, dass du bis solange du lebst, das jetzt so behalten kannst? Oder besteht die Gefahr, dass das nochmal verstopft? Normalerweise passiert das nicht, wenn ich, wie gesagt, darauf achte, dass ich immer genug Flüssigkeit zu mir nehme. Achso, du musst fleißig trinken. Das haben mir die Ärzte damals nämlich auch erklärt, als ich 14 war, als die nochmal verstopft war, ja. 88, weil das war genau 2 Jahre später. Mhm. Da waren nochmal dieselben Symptome, weil da musste ich mich ziemlich oft übergeben. Mhm. Und auch noch zusätzlich, dass ich viele Kopfschmerztabletten geschluckt habe und dass mein Kopf wieder war wie vor dem großen Knall damals. Und damals haben mir die Ärzte im Krankenhaus dann erzählt, dass ich immer mindestens 2 Liter am Tag trinken muss. Sollte man ja so. Und das hatte ich, ja, da habe ich aber als Kind damals nicht so genau drauf geachtet. So, und seitdem du darauf achtest und das tust, und ich ist alles okay. Trinke jetzt, wie gesagt, normalerweise so immer ungefähr so 3 Liter am Tag. Mhm. Du bist so, ja jetzt auch. Wenn es draußen heiß ist, habe ich halt immer manchmal ziemlich starke Kopfschmerzen. Ja. Und dann trinken, dann versuche ich halt immer so bis zu 5 oder 6 Liter am Tag sogar zu trinken. Das ist eine ganze Menge. Das hört sich jetzt zwar heftig an, aber... Sag mal, du bist jetzt mit diesem Gegenstand, mit dem Fremdkörper, in deinem Körper quasi aufgewachsen. Das heißt, das ist richtig. Da denkt man gar nicht dran, ne? Das ist irgendwie auch ein Teil von dir. Ja gut, das ist halt immer in meinem Körper gewesen. Mhm. Das ist ja direkt quasi eingepflanzt worden, nachdem ich auf die Welt gekommen bin. Denkst du öfters daran? Oder findet das so gar nicht in deinen Gedanken statt? Ja gut, ich meine, als Kind habe ich mir da natürlich schon ganz oft Gedanken gemacht, dass ich sowas im Körper habe. Mhm. Weil als Kind bin ich halt auch öfters deswegen halt so, wie Kinder nun mal sind, auch in der Schule gehänselt worden und so deswegen. Die anderen wussten das und haben gedacht, was sehr Ungewöhnliches war, aber mittlerweile. Aber dass man das dem... Man denken an diesen Gegenstand... tue ich eigentlich nie. Mhm. Ich weiß, dass ich den im Körper habe. Ich weiß, dass ich den immer im Körper haben werde. Was machst du vom Beruf?
Ja, leider. Also ich hab zwar eine Ausbildung gemacht, eine überbetriebliche als Bürokraft, aber zurzeit bin ich halt leider arbeitslos. Mhm. Aber weil ich halt, auch wenn ich sehr viele Bewerbungen abschicke auf Stellenangebote und so, leider keinen Beruf finde, keine Stelle finde. Mhm. Hat diese Tatsache, dass du da diesen kleinen Schlauch im Körper hast, hat das sonst noch Auswirkungen auf deine Gesundheit und dein Befinden? Oder lebst also du ganz normal? Auf mein Befinden hat es keine Auswirkungen. Es ist halt nur so, dass ich halt dadurch halt nicht so ein gutes Gedächtnis habe und dass ich halt wesentlich langsamer bin im Lernen als andere. Ah ja. Mhm. Und dass ich bin halt nicht so schnell wie andere. Mhm, mhm. Aber damit kann man sich ja arrangieren, damit kann man ja leben. Ja, sicher. Nee, ich meine, wenn ich irgendwas lerne oder so, wenn zum Beispiel die anderthalb Jahre, wo ich mal gearbeitet habe, das war bei einer Textilhandelsfirma in Düsseldorf, mhm. und da habe ich mir halt immer so Notizen gemacht, so nebenbei. Mhm. Das war von Februar 2001 bis August 2002, die anderthalb Jahre, wo ich gearbeitet habe. Mhm. Und da habe ich mir halt immer so nebenbei alles Mögliche erstmal notiert, was für mich wichtig war. Mhm. Damit ich halt nicht so viel nachfragen muss. Aber wie gesagt, ansonsten das Einzige, was die einzigen beiden Dinge, die das jetzt zur Folge hat, ist, dass ich halt kein gutes Gedächtnis habe und dass ich eben langsamer bin bei vielen Dingen als andere. Ja, aber sonst fühlst du dich wohl und das ist ja das Wichtigste und die Hauptsache und bist sonst eigentlich ein gesunder Mann. Und das ist ja wichtig. Ja. Mein Lieber, ich danke dir auch sehr herzlich für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Und auf das Ding nie mehr verstopft und du da gar keine Sorgen mit haben musst. Ja. Alles Gute. Ich meine, ich finde deine Sendung auch immer sehr schön. Ja, danke. Ich gucke die halt auch immer sehr gerne. Mhm. Und es gab zwar auch schon andere Themen, wo ich fast mal überlegt habe, ob ich da hätte anrufen sollen oder nicht. Mhm. Aber als ich das jetzt gelesen habe heute, dass das so ein Thema ist, hast du gedacht, das ist genauso richtig? Ich habe mir gedacht, das ist eine Sache, da muss ich auf jeden Fall anrufen und die Sache erzählen, wie das halt bei mir ist. Das ist sehr schön und ich freue mich, dass du durchgekommen bist und vor allen Dingen auch, dass wir beide haben miteinander reden können, Luis. Ja. Alles Gute und alles Liebe von Herzen. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Manuela ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Manuela. Ja. Ja, die Gegenstände. Ja, ich habe seit über 11 Jahre habe ich eine Schiene zwischen Niere und Blase gehabt. Eine Schiene zwischen Niere und Blase? Ja, also kann man auch sagen, so ein Stent oder Schlauch, wie auch immer. Ach so, eine Verbindung zwischen Niere und Blase. Ja, genau. Mhm. Die musste aber alle 3 Monate gewechselt werden. Wie wechselt man die? Durch die Harnröhre. Oh. Ja. Warum hattest du diese Verbindung? Ja, ich habe 1991 habe ich Morbus Crohn bekommen. Das wurde aber leider nicht, weil das so die Zeit auch der Wende war, das wurde eben nicht schnell genug erkannt. Also eine recht schwere Darmerkrankung. Ja, genau. Ja. Und dadurch, dass es nicht gleich erkannt wurde, hat sich eben das Bauchfell entzündet und das ist dann eben auf den Harnleiter gegangen und der hat sich verengt. Das heißt, der Urin konnte eben von der Niere nicht mehr abfließen. Was eine schlimme Sache ist. Ja, sehr schlimm. Und vor allen Dingen sehr schmerzhaft halt. Nierenwohligen und sonst sowas. Und ich wurde eben am Anfang immer beschimpft, als ich hätte doch gar nichts und so. Mhm. Also das erkannt wurde, das hat wirklich lang gedauert. Dann gehe ich mal davon aus, dass um diese Grundkonstellation hinzubekommen, du richtig, dass das eine schwere Operation war. Oder wurde das auch durch die Harnröhre alles gemacht? Nein, das wurde damals durch die Harnröhre gemacht. Das heißt, am Anfang war das gar nicht möglich durch die ganze Entzündung. Mhm. Da wurde eben ein Schlauch praktisch von außen in die Niere rein, dass es da erstmal abfließen konnte. Mhm. Ja. Da bin ich so erstmal 2 Monate damit rumgelaufen, bis die Entzündung abgeklungen war. Da haben sie Cortison hochdosiert und so. Kann man damit ganz normal rumlaufen und normal leben mit so einem Schlauch zwischen Niere und Blase? Oder muss man sich ja vorsehen oder viel trinken, wenig trinken? Sehr viel trinken, weil die verkalkt ja. Also je weniger man trinkt, desto öfter muss die praktisch gewechselt werden. Ah ja.
Ja. Und man darf eben solche Sachen wie Fahrradfahren, Reiten und so, also sportlich ist dann doch schon eine Behinderung. Und ja, man merkt es eben, also mir ging es eben auch auf die Psyche, weil ich meine, man kann es einfach nicht vergessen durch den ständigen Wechsel dann auch. Ne? Wie ist denn das aktuell im Moment? Ja, das ist das große Problem. Also ich hatte 2004 noch eine, also durch diese ganze Grunderkrankung, noch eine viel, viel schlimmere Erkrankung, hatte eine ganz große Operation. Da wurde die halbe Leber und Gallenblase und alles entfernt. Und ja, also das wurde auch sehr spät erkannt. Sehr, sehr spät. Also da war praktisch mein ganzer Bauch schon voller Eiter. Also da war wirklich, also ging es nur noch um Stunden. Also ich wurde in eine Uniklinik geflogen mit einem Hubschrauber, also es war schon ganz schön krass. Und ist denn im Moment immer noch diese künstliche Verbindung da zwischen Niere und Blase? Nein, und das ist eben das Problem. Also es ging, also irgendwann ging der Schlauch nicht mehr rein, wahrscheinlich durch diese ganzen Vernarbungen. Da hatte ich auch gerade noch einen Schlauch von der Galle rauswärts. Hatte ich zusätzlich noch. Und da hieß es ja, ich muss da in die Klinik und wahrscheinlich wieder OP und sonst sowas. Und da habe ich gesagt dann irgendwann, ich habe wirklich jetzt die Nase voll. Ich kann noch keine Ärzte mehr sehen. Ich lag ja auch ewig im Krankenhaus. Tja, alles schon, ja. Und habe gesagt, dann lasse ich notfalls auch lieber die Niere kaputt gehen. Und das ist eben momentan, ehrlich gesagt, drauf ankommen. Und in der Phase bist du im Moment? Ich bin im Moment in dieser Phase. Was ist denn da jetzt? Früher war da die künstliche Verbindung zwischen Blase und Niere und die ist weggenommen, die künstliche. Und was ist jetzt? Ja. Also es war ja so eigentlich, dass die Niere schon lange nicht mehr so eine Leistungsfähigkeit hatte. Durch die ständigen Wechsel und so tut das der Niere auch nicht gut. Also irgendwann übernimmt halt die linke Niere immer mehr die Funktion der rechten. Dennoch, also, meine Frage, was ist da jetzt für eine Verbindung zwischen den beiden Organen? Die künstliche Verbindung ist ja raus, sagst du. Ja. Und was ist da für eine Verbindung? Der Harnleiter. Der alte, der frühere noch. Ja, das ist der frühere. Die Schiene wurde ja im Prinzip in den Harnleiter reingelegt. Ach so. Und die Gefahr besteht jetzt, dass... dass der Harnleiter immer noch verengt ist, denke ich mal. Und dass eben die Niere schon, entweder sie hat die Funktion ganz aufgegeben und ist kaputt oder ich weiß es nicht. Lässt du dich untersuchen ab und zu? Also bis vor kurzem, aber ich drücke mich im Moment vor jeden Arztbesuch. Es geht ja eben auch noch um die andere Sache eben mit der Leber und so weiter. Das heißt, aber ich bin im Moment in so einer fast depressiven Phase. Ich kann keine Ärzte mehr sehen. Verstehe. Wenn du so schwer krank bist und warst und so viel im Krankenhaus gelegen hast und so viele Operationen hinter dir hast, dass man da irgendwann mürbe ist und sagt, ich habe keinen Bock mehr. Nee, habe ich auch nicht. Also es reicht irgendwann. Obwohl du und dann jedes Mal dann wieder die Blutwerte, da stimmt irgendwas nicht und da muss wieder untersucht werden und eventuell wieder in die Klinik und ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Wie lange bist du jetzt schon außer ärztlicher Kontrolle? Das letzte Mal war ich theoretisch Ende letzten Jahres. Also ich war zwischendurch zwar nochmal beim Arzt, aber nur für Larifari, da sollte dann auch Blutkontrolle und so gemacht werden, da bin ich aber nicht mehr hingegangen. Und wie fühlst du dich so im Moment? Es gibt gute und schlechte Tage. Ich denke mal, dass im Moment eben auch vieles auf die Psyche drückt. Ja. Und deswegen kann man das auch irgendwann nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt wirklich körperlich und was ist dann fast Einbildung. Ich finde ja auch, dass man, wenn man so eine schwere Erkrankung hat, dass man parallel dazu auch eine psychiatrische Betreuung haben sollte. Ja, das ist ja das ganze Problem. Also ich sollte es ja auch, weil es war ja so, ich habe ja fast ein halbes Jahr dann noch zu Hause gelegen und konnte ja kaum laufen und so. Und da sollte ich dann, also als ich dann wieder raus bin, war da halt das Problem, dass mir Menschen aufläufe, das hat mir alles Angst gemacht. Wenn man so lang weggesperrt ist, bald ein Jahr oder so, macht einem das Angst. Da sollte ich auch schon in psychologische Behandlung gehen. Ja, aber eh man einen Termin beim Psychologen kriegt, ist in unserer Gegend nun wirklich ganz rar. Ja, also das dauert zwei Monate und länger. Ist sinnlos
eigentlich. Ich fände natürlich in so einem Fall auch ganz gut, deswegen sagte ich gerade auch Psychiater, psychologische Betreuung, vielleicht auch eine, dass auch medikamentös dir so ein bisschen beigestanden wird, dass die Stimmung nicht zu sehr absackt in einer solchen schweren Erkrankung. Ja, da ist dann das Zweite schon wieder. Ich war schmerzmittelsüchtig schon. Ach so. Schon bevor ich die letzte schwere Erkrankung jetzt hatte. Und mein Hausarzt, der ja eigentlich so weit in Ordnung ist und so, das ist auch ein Grund, warum ich da nicht mehr hingehe, der gibt mir nun gar nichts mehr, was irgendwie in irgendeiner Weise süchtig machen könnte. Also ich bin eindruck, dass du so in so einer Sackgasse angekommen bist. Ja, In aller. Und im Moment ein sehr hohes Risiko spielst. Ja, ne? Das spiele ich, ja. Nämlich, dass es irgendwann auch in einen Totalzusammenbruch kommen könnte. Ja. Das ist meine große Angst. Du bist dir dessen bewusst, ne? Ja, weiß ich. Aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich habe auf der einen Seite panische Angst, dass ich gleich wieder in die Klinik muss. Und ja, da muss man natürlich überlegen. Gibt man sich jetzt doch nochmal einen Ruck und lässt sich untersuchen, um vielleicht etwas ganz Schlimmes abzuwenden? Oder ist man dann bereit, all das auf sich zukommen zu lassen und auszuhalten, was mit einem Totalzusammenbruch vielleicht zusammenhängt? Ja, also ich habe mal zu meinem Mann gesagt, also das, was ich mitgemacht habe in der Klinik, ich würde es nie wieder durchstehen. Nie wieder. Das habe ich wirklich mal gesagt und das ist auch keine leere Phrase oder was. Also das ein zweites Mal, also da muss man wirklich schon sehr hart gesotten sein. Und wenn du dir vielleicht nur so sagst, okay, ich gehe jetzt mal nur mal zum Arzt und lass mal die Werte mal so durchprüfen. Vielleicht ist ja sogar alles in Ordnung, was dir sicher die Seele und die Psyche auch entlasten würde. Naja, eigentlich nicht, weil ich dachte noch im Dezember damals wäre alles in Ordnung und da waren die Blutwerte auch wieder schlecht. Und deswegen, also, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wenn jetzt, nehmen wir mal an, du gehst zum Arzt und die Blutwerte sind nicht in Ordnung und die Untersuchung... Ja, dann geht die ganze Durchcheckerei wieder los, weil keiner weiß genau, woher es kommt. Es kann der Darm sein, es kann die Niere sein, es kann die Leber sein oder vielleicht wieder was anderes. Und das sind ja eben diese ganzen Krankheiten, die ich habe. Verstehe. Und da kommt eine ganze Lawine auf dich zu und da hast du eine irre Angst und stehst im Moment da und sagst, nee, ich lasse einfach mal alles auf mich zukommen und... Wie es dann so kommt, dann kommt es so. Ja, klar. Ich würde dir natürlich sehr gerne zureden, dass du dich doch nochmal untersuchen lassen solltest, um zu verhindern, dass du vielleicht in die ganz große Mühle dann reingerätst. Auf der anderen Seite kann ich dich auch verstehen, wenn du sagst, ich habe so viele Jahre sowas hinter mir, ich kann irgendwie nicht mehr. Ja. Das musst du natürlich für dich abwägen. Was du eher in Kauf zu nehmen bereit bist. Naja, wie gesagt, man müsste halt einen Arzt finden, der das auch irgendwie ein bisschen versteht. Und das ist eben auch ganz schwer. Das wäre vielleicht genau die Lösung. Ja, einen Arzt zu finden, auch schon überlegt. Also das wäre wahrscheinlich die einzige Lösung. Ein Arzt, dem ich das so erkläre und der das auch versteht. Aber da wüsste ich auch, also ich wüsste auch gar nicht, wie man an jemanden rankommen sollte. Aber das wäre wirklich eine Lösung, wo ich auch ein gutes Gefühl hätte, denn mir ist ein bisschen unwohl dabei, wenn du so sagst, ich mache jetzt gar nichts mehr. Du bist eine junge Frau von, was habe ich gesagt, eine 35 bist du. Wir können hier keine Ärzte vermitteln. Das können wir nicht. Aber dennoch möchte ich mal vorschlagen, dass meine Psychologin mit dir gleich mal ein bisschen berät, wie man das vielleicht doch irgendwie anstellen kann. Wir haben hier ja schon alles Mögliche gemacht, auch was gar nicht so in unserem Bereich fällt. Vielleicht können wir dir ja irgendwie doch noch einen kleinen Anstoß oder einen Tipp geben. Dann müsstest du auflegen und die Elke ruft dich gleich an und ihr beiden quatscht einfach mal ein bisschen. Ja? Das wäre nicht schlecht. Dann machen wir das so. Und ich würde mich sehr freuen, wenn irgendwas doch in die Gänge käme durch das Gespräch, liebe Manuela. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit der... Nee, mit dem Thomas. Thomas ist 20 Jahre alt. Morgen, Thomas. Guten Morgen, Domian. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, endlich mal durchgekommen zu sein. Ja. Also. Also, Thema Gegenstände in meinem Körper. Genau. Und zwar besteht mein komplettes Innenohr aus Plastik. Das komplette Innenohr aus Plastik? Ja, ich habe mein komplettes Innenohr aus Plastik. Warum? Weil ich habe eine Erbkrankheit von meinem Vater.
Und sind vererbbare Bakterien gewesen und die haben Haut und Knochen angefressen. Ach, wie heißt die Erkrankung? Die Erkrankung hat keinen Namen und steht auch in keinem Buch. Die kommt sehr selten vor in Deutschland. Was kommt die ganz selten vor, oder was? Die kommt sehr selten vor. Sehr selten. Die halt eigentlich, die nennen, die Mediziner nennen das einfach Knochenfraß. Mhm. Und das hat sich bemerkbar gemacht bei dir im Ohr. Oder genau. an anderen Stellen am Körper auch? Nee, nur im Ohr. Die Krankheit ist nur im Ohr ausgebrochen. Wie alt warst du, als sie ausgebrochen ist? 6 Jahre alt. 6 Jahre alt? Ja. Ich stelle mir das sehr schmerzhaft vor. Ja, man musste auch viele Schmerzen ertragen. Man hat gedacht, Mittelohrentzündung, dann hat man mit Röhrchen versucht, ins Ohr zu legen. Es betraf aber nur ein Ohr, nicht beide Ohren. Doch, beide Ohren. Beide Ohren sogar. Beide Ohren, beide Ohren. Ja. Wie lange hat man dich dann leiden lassen oder wie lange hat man rumgewurstelt, bis man dann wusste, was es ist? Also, ich wurde gleich in ein Spezialklinikum nach Bremen geschickt. Ja. Und dort wurde schon gleich ein OP-Termin angesetzt und man hat sich das von innen angeguckt. Ja. Und dann wurden die ersten OPs dann gemacht. 17 OPs habe ich insgesamt gehabt. 17 OPs? Als Kind? Ja, als Kind. 17 OPs an den Ohren? Ja, bis zu meinem 16. Lebensjahr. Mhm. Weil, wir sagen es nochmal, weil der Knochen sich aufgelöst hat. Ja, also die Knochen und die Haut wurden angefressen und dann wurde das von innen mit Plastik beschichtet, komplett. So. Auch das Trommelfell ist komplett mit Plastik beschichtet. Ja, also diese große Operation, dass dieses Plastik da eingesetzt wurde, da warst du 16 Jahre alt. Also die wurden einmal zwischendurch gemacht, zwischen meinem 6. und 16. So. Lebensjahr wurde das immer wieder erneuert. Ach so. Jetzt ist das... Sind beide Innenohrbereiche Plastik? Genau. Auch das Trommelfell? Das Trommelfell auch. Und komplett Plastik beschichtet. Und du kannst ganz normal hören? Ich kann ganz normal hören, bis auf ein paar kleine Einschränkungen. Ich kann zum Beispiel keine zwei Dinge auf einmal hören. Ah ja. Ich könnte hier zum Beispiel nicht mit jemandem reden, wenn ich mit dir reden würde. Verstehe. Nun kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr unterscheiden. Ich wollte jetzt gerade fragen, kannst du so hören... Hörst du die Dinge so, wie wir sie hören? Aber das weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr, weil du ja immer gewohnt bist, krank zu sein und das gar nicht mehr in Erinnerung wahrscheinlich mehr hast, wie gesunde Menschen hören. Nee, das habe ich leider nicht in Erinnerung, aber ich denke mal, dass ich genauso höre wie alle anderen auch. Ja. Das denke ich mal. Ja. Wenn du dir, jeder von uns fummelt ja mal so am Ohr. Fühlst du das, wenn du da mit dem Finger rangehst? Ja, das fühle ich selbstverständlich. Ich habe noch Gefühl komplett in den Ohren. Auch nein, ich meine... und alles. Nee, das ist mir schon klar. Aber ich meine, das ist ja im Innenohrbereich. Reicht das so weit raus, dass man mit dem Finger daran fühlt, dass da Plastik ist? Das reicht leider nicht, weil meine Gehörgänge sind auch doppelt so groß wie normale, wie es bei normalen Menschen ist. Ach so. Das heißt, wenn du da mit einem Kuhstäbchen reingingst, dann... klickert das bei dir wahrscheinlich lauter als bei uns. Genau, ich darf bloß nicht mit diesem Kuhstäbchen da reingehen. Ja, weil da schnell irgendwas kaputt gehen könnte. Es könnte irgendwas kaputt gehen, genau. Wie ist denn das mit beispielsweise so normale Dinge des Alltags? Schwimmen, kannst du auch normal schwimmen und dass da Wasser ins Ohr läuft? Ja, ich habe eine spezielle Anfertigung für meine Ohren. Mhm. Das sind solche Propfen, die muss ich mir ins Ohr stecken. Mhm. Und dann muss ich noch eine Badekappe drüber ziehen und dann darf ich erst schwimmen gehen. Ach so, damit da bloß nichts reinkommt und... Nee, da darf kein Wasser in den Ohren, weil sonst wird mir ja automatisch schwindelig und ich würde unter Wasser untergehen, ist ja klar. Oh, das heißt also, das ist fast mit Lebensgefahr verbunden, wenn da Wasser ins Ohr käme. Genau. Das heißt also, Schwimmen ist auch nicht so dein Ding, solltest du auch nicht so oft machen, oder? Ich gehe sehr gerne schwimmen. Du gehst sehr gerne schwimmen sogar und gehst das Risiko auch in Kauf. Aber wenn du die Tropfen drin hast, kann ja auch nicht groß was passieren. Mir kann dann auch nichts passieren. Ich habe zwar dann neugierige Blicke auf mich, aber da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Ja, da muss man sich dann auch nicht drum scheren. Ist denn damit diese doch ungewöhnliche und auch schlimme Erkrankung gestoppt oder kann das sein, dass an irgendeiner anderen Stelle die auch wieder ausbricht? Nee, sie bleibt ja mein Leben lang für mich erhalten. Also die Krankheit bleibt, auf jeden Fall. Ja, kann es sein, dass irgendwo anders sie wirklich auch nochmal ausbricht und auch noch schlimmer wird? Nee, schlimmer wird es, kann es nicht mehr werden durch diese Plastikbeschichtung. Ja, ich meine jetzt, ob sie an einer anderen Stelle im Körper ausbrechen kann. Gar nicht. Gar nicht. Also sie bleibt im Ohr.
Diese Krankheit gibt es nur in den Ohren, ja. So, jetzt gucke ich gerade hier auf meinen Bildschirm und sehe, dass die Sendung gleich vorbei ist. Mhm. Lieber Thomas, danke auch für deinen Anruf und alles Gute und pass auf beim Schwimmen. Ja, mache ich. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute, meine Lieben. In der Technik Gudrun Hausen. Morgen mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen.